Heute das Amblerstout nach 6 Wochen. Wie hat sich das Fahrrad geschlagen? Was sind die guten Seiten vom Amblerstout und was ist eher negativ aufgefallen? Und wie sieht insgesamt meine Bewertung von diesem Fahrrad aus? Jetzt gleich hier bei TeslaFan. Von meinem Ampler Stout. Erstmal kann ich generell sagen, dass ich mit dem Fahrrad sehr zufrieden bin. Also es fährt sich wirklich ganz klasse. Aber natürlich gibt es wie bei allen Sachen immer auch nachteilige Geschichten, die man hat. Als erstes, wenn man sich anschaut, das Fahrrad, wie ist es so von der Funktion her gewesen? Eines meiner wichtigen Punkte, warum ich das Ampler Stout gekauft habe, war damals ja die Gangschaltung. Und genau diese Gangschaltung, die hat Probleme gemacht, weil sie im höchsten Gang rausgesprungen ist und auch wenn man gefahren ist, Last draufgelegt hat, teilweise nicht hundertprozentig justiert war. Die Problematik, die Gangschaltung war nicht richtig eingestellt. Und dazu muss ich sagen, ich hatte ja ein Fahrrad erst, was mir zu klein war. Auch bei diesem Fahrrad hatte ich bei den Probefahrten schon festgestellt, dass die Gangschaltung nicht hundertprozentig justiert ist. Also das ist wirklich ein Manko und etwas schade, wenn man ein Fahrrad ausgeliefert kriegt, dass das eben nicht hundertprozentig eingestellt ist. Ja, dann bin ich eben beigegangen und habe die Kettenschaltung selbst eingestellt. Es ist nicht zu kompliziert, eine Kettenschaltung einzustellen. Wie ihr seht, ich habe so ein kleines Video gemacht. Solange nicht alles komplett verstellt ist. Das heißt, wenn man eine komplett verstellte Kettenschaltung hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass jemand wie ich, der eben nicht ein Fahrradmechaniker ist, doch ein bisschen mehr Schwierigkeiten dabei hat, wie das eben so ist mit dem Einstellen im Detail. Wenn man jetzt mit dem Fahrrad fährt, wie ist das? Grundsätzlich gesehen, erstmal fährt sich das Fahrrad sehr leicht. Das Rad läuft sehr gut. Die Reifen sind eben zwar etwas dicker und haben auch Profil, aber sind eben nicht grobstollig. Das heißt, man wird davon nicht zurückgehalten oder so etwas. Wenn man sehr grobstollige Reifen hat, dann ist ein größerer Rollwiderstand. Das ist nicht der Fall. Also das Rad rollt sehr gut. Dann ist es so, wenn man jetzt mit diesem Fahrrad dann mit Unterstützungsstufe fährt, ich finde es nicht so ein riesiger Unterschied, ob mit der ersten Unterstützungsstufe, auch wenn man die selber verstellen kann, oder mit der zweiten Unterstützungsstufe gefahren wird. Hier ist es natürlich, das Umschalten geht eben nur mit dem Handy während der Fahrt. Da gibt es keinen Schalter, womit man die Unterstützungsstufe umschalten kann. Das ist vielleicht für einige ein Nachteil, wenn man das hat. Ich persönlich habe mein Handy mit dieser Kupplung SP Connect habe ich das auf meinem Rad drauf gemacht. Ich habe sogar eine kleine Tasche darunter, wo ich meinen Schlüssel und sowas drin habe. Das kann ich eben abnehmen, wenn ich weggehe. Ich habe dazu auch ein Video gemacht von SP Connect mit dem Zubehör, was ich da angebaut habe. Grundsätzlich habe ich deswegen das Handy da. Allerdings ist das natürlich so, wenn jemand sagt, ja, er möchte aber gerne unabhängig von einem Handy sein und er möchte immer schalten können, dann ist das natürlich nicht das Optimum. Man kann umschalten zwischen Stufe 1 und 2, indem man unten auf den Taster das einstellt. Was man nicht kann, man kann nicht auf 0 schalten mit dem Taster. Das heißt, das kann man nur mit dem Handy. Schalte ich auf 0? Ja, ich schalte auf 0, speziell wenn ich irgendwo durch enge Stellen durch muss. Oder wenn ich mal kurz über einen Fußweg fahren muss, um irgendwie was zu umfahren oder so etwas, dann möchte ich möglichst nicht irgendwie angeschoben werden. Weil dann kann das natürlich gefährlich werden, wenn man tritt und der Motor schiebt einen an. Dann ist es schon besser, wenn man so kleine enge Stückchen oder so einen Fußweg mal kurz nehmen möchte, dass man dann ohne Unterstützung fährt. Wenn jetzt jemand sagt, ja, Mensch, Fußweg sollte man nicht nehmen, bestimmt, gibt ganz bestimmt. Es gibt Ausnahmen, wo der Fußweg also auch Fahrradweg ist, aber selbst wenn man mal so quer rüber muss, wenn eine Straße zum Beispiel ganz, ganz schlecht ist oder das ist sozusagen so ein kleiner
eine kleine Abkürzung, um eine Ecke herumzukommen, dann gibt es manchmal eben die Möglichkeit, dass man ja, da lang fährt und dann rollt man nur ganz langsam, damit man sofort eben anhalten kann an solchen Stellen, wenn, falls da doch irgendjemand kommt. Und dazu ist es natürlich dann gut, wenn man die Unterstützung ausstellt, damit das Fahrrad einen dann nicht ja, anschiebt, weil sobald man dreht, merkt der Motor, okay, da ist eine Drehbewegung und dadurch wird eben auch das Fahrrad stark angeschoben. Die Unterstützung ist klasse. Ich fahre nun in Norddeutschland, da hat man immer Gegenwind. Egal wie man fährt, man hat immer Gegenwind. Zumindest ist das so das persönliche Gefühl, was man hat. Und da ist das super, mit der ersten Stufe zu fahren. Ab und zu, wenn man dann wirklich so am Deich fährt, wo mehr Wind ist, fahre ich auch in der zweiten Stufe. Ich fahre zum Großteil eben ja, bei ja, so 25, 26, 27. Das bedeutet, ich komme immer so aus der Unterstützung raus, weil bis 25, 27, also dazwischen irgendwie so, wird man unterstützt und danach ist ja die Unterstützung nicht mehr vorhanden. Das ist natürlich so, dass man dann ja, es nutzt, eben auf diese Geschwindigkeit zu kommen und tritt dann vom Prinzip her selber in der schnelleren Trittfrequenz dagegen. Und wenn man jetzt starken Gegenwind hat, dann fällt man doch etwas zurück auf die Unterstützungsstufe. ja, kann man hochstellen auf amerikanische Geschwindigkeit? Wurde ich auch schon gefragt. Nein, kann man nicht. Das Fahrrad ist nur für den europäischen Markt eingestellt. Vielleicht gibt es in Amerika eben auch diese Fahrräder, das kann ich aber nicht sagen. Dann werden die das ganz bestimmt dort anders eingestellt haben. Akkukapazität. Jetzt kommen wir zur Akkukapazität. 70 Kilometer wird, steht auf dieser Seite. Wie weit kommt man? Also ich habe festgestellt, dass man normalerweise weiterkommt als 70 Kilometer. Das hängt aber ganz stark an, in welchem Bereich man fährt. Also ich hatte eine 43 Kilometer Strecke gemacht, habe dann eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 22, 23 dort gefahren und habe ungefähr 40%, 45% der Akkukapazität verbraucht. Das heißt, ich habe sozusagen zwischen so ungefähr 30 Kilometer, etwas über 30 Kilometer verbraucht und habe 43 Kilometer gefahren. Das heißt, ich würde gute 80 Kilometer weit kommen. Ich hatte dort teilweise 1, teilweise 2 eingestellt. Ich denke, wenn man jetzt auf 1 wirklich fährt, dann kann man schaffen, auf gute 100 Kilometer zu kommen, ohne Probleme. Je nachdem natürlich, wie häufig man das in Anspruch nimmt, dass der Anschub kommt. Wenn man viel anfährt, wird mehr Akkukapazität verbraucht. Und wenn man natürlich im Unterstützungsbereich fährt, also so 17, 20 Stundenkilometer fährt, dann wird man immer stark unterstützt. Dann ist natürlich auch mehr Akkuverbrauch. Wenn man so wie ich aber mehr so an die 25 Stundenkilometer, 27, dann kommt man raus aus der Unterstützung. Dann wird natürlich auch Akku gespart. Also daher denke ich, ist realistisch zwischen 60 und 100 Kilometer, je nachdem, wie stark man den Akku nutzt. Wenn man sich jetzt den Akku anguckt, dann hat man einmal eine Seite, wo man sieht, welche Aktivitäten man gemacht hat und sieht dann hier diese verschiedenen Routen, die man dann gefahren ist. Ich bin jetzt etwas über 100 Kilometer gefahren, also noch nicht so wahnsinnig viel, aber wie ihr seht, bin ich auch wieder in Prag und mein Fahrrad steht eben in Hamburg. Das ändert sich ja bald, sobald ich mein Funmove habe. Dann habe ich hier auch in Prag ein Fahrrad, dann kann ich auch, wenn ich hier arbeite und die so 2 Wochen hier bin, auch mit dem Fahrrad fahren. Ja, was gibt es noch an Anzeigen? Ja, dann gibt es einmal die erste Anzeige, wo man dann die Kartenansicht hat. Um dann eben auch dort kann man eben auch eingeben, Ziel eingeben, eine Route, wobei ich da eher Komoot oder Bicycle oder so etwas nehme. Es ist nicht schlecht, die Routenanstellung, aber meiner Meinung nach ist eben das ja, es ist über Komoot, wo man dann so Strecken angeboten kriegt, die Rundkurse und sowas habe ich jetzt schon 3, 4 habe ich damit gemacht. Kleinere Stücken kann man sagen, wie lange man unterwegs ist, ist auch klasse. Vielleicht bringe ich da auch nochmal was über die kleinen Apps, die es gibt.
Ja, dann ist es so, hat man eben eine Anzeige, wenn man jetzt hochschiebt das, wenn er verbunden ist mit dem Fahrrad, dass man eben sehen kann, die Spannung, die Kilometer, die Stromstärke, die vorhanden war. Dann sieht man, wenn man jetzt umschaltet, man sieht immer da unten sind zwei Punkte so unter jeder Einstellung, da kann man umschieben und kriegt dann zusätzliche Informationen angezeigt, wie zum Beispiel Ladestand oder Akkutemperatur. Wobei Akkutemperatur, weiß ich nicht, ob man das braucht, aber gut, ist dabei. Geschätzte Ankunftszeit wird dort gegeben, wenn man eben angegeben hat, wo man hinfährt, dann rechnet das Fahrrad eben, wann man circa dort ankommt, finde ich auch ganz praktisch. Dann gibt es die Fahrdauer, die man gemacht hat, und dann gibt es noch die Fahrdistanz, die man gemacht hat. Und das kann man alles da umschalten. Nun muss man sich natürlich vorstellen, das ist am Fahrrad und man muss dann sozusagen so zuck mit dem Finger darüber und dann das da dran schieben und das umzuschalten. Ja, mache ich an sich nicht so häufig. Ich fahre meistens dann mit dem Komoot, da habe ich den die Route drauf und dieses Tool habe ich hier eher im Hintergrund. Ja, vom Umschalten her gibt es eben diese drei Stufen. Und ich würde sagen, die Stufen sind, wenn man jetzt einen Berg hochfährt, könnte ich mir vorstellen, dass man dann auf jeden Fall die stärkste Stufe einstellt. Das geht ganz einfach am Handy umzustellen. Man muss kein Handy haben, also man kann sozusagen auch ganz ohne Handy, ohne irgendetwas fahren. Dann kann man eben an dem Knopf Stufe 1, Stufe 2 einstellen. Wenn man vorher keine Unterstützung eingestellt hat, ist auch keine Unterstützung denn da. Aber man kann das eben umstellen auf 1 oder 2. Ja, was sonst noch? Der Gepäckträger finde ich relativ schön stabil. Mit dem Gummi kann man was festmachen. Ich habe da jetzt eine MIG-Platte hinten drauf geschraubt und habe mir so eine kleine Tasche geholt, die ich hinten drauf schieben kann. Und habe dann da sozusagen, also die kann ich dann auch abziehen und kann dann was anderes drauf klinken. Habe trotzdem das Gummi noch gelassen, wenn ich mal ohne diese Tasche fahren will, aber trotzdem eine Kleinigkeit festmachen will. Das ist an sich sehr praktisch. Dass da kein herkömmlicher Gepäckträger dran ist, ist aus meiner Sicht nicht so störend. Ich finde das mit diesen Befestigungsplatten, die man dann an verschiedenste Körbe und so weiter anbauen kann, finde ich an sich eine sehr gute Methode. Der normale Gepäckträger mit dem Bügel, mit dem Stahlbügel, der runterdrückt, ist aus meiner Sicht auch nicht so. Da sind mir die Sachen immer runtergefallen, wenn ich damals als Jugendlicher mit dem Fahrrad unterwegs war. Weiß ich noch, die Sporttasche oder sowas, wenn man dann schnell um die Ecke ist, zack, war sie wieder runtergefallen. Da ist dann Gummi schon praktischer und das ist ja dabei. Also mit dem Gummi kann man so eine Tasche gut festmachen. Also da ist das an sich sehr gut. Und mit diesem MIG vom Bessel ist das, mit dieser Platte, da hat man natürlich, da klingt das ein und die Sachen sind wirklich fest. Und da kann man eben ganz unterschiedliche Sachen zu kaufen. Man kann auch herkömmliche Körbe, Taschen und sowas mit so einer Adapterplatte auswechseln. Funktioniert ganz klasse. Die Bremsen sind sehr gut. Habe damit jetzt noch keine Probleme gehabt. Die Schaltung, nachdem ich sie eben eingestellt habe, ist auch jetzt ganz hervorragend. Fährt sich sehr gut. Also die Beschaltung schaltet sehr gut. Wie ich in meinem Video über die Einstellung denn sage, werdet ihr sehen, glaube ich, dass das eben keine super teure Shimano-Schaltung ist. Ich glaube, es gibt da, Shimano hat eben ein riesiges Feld von verschiedenen Schaltungen. Die Reifen sind super, also da lässt sich das wirklich gut fahren. Ich bin da von der Sitzposition auch sehr zufrieden. Dazu habe ich dann auch noch mir so ein Paket geholt, um das Fahrrad einzustellen. Das war ein bisschen, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Man kann da was einstellen. Ich habe dann da so ein bisschen dran rumgemessen und so weiter. Da gibt es auch so Videos zu, die hatte ich mir angeguckt und dann habe ich mir dieses Paket, war nicht zu teuer, 30, 34 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt, bestellt und habe dann da versucht rumzumessen und einzustellen. Grundsätzlich war das Fahrrad schon relativ gut eingestellt. Bei dem Lenker ist es ja so, wenn man da wirklich den Lenker verändern will, dann müsste man sich einen anderen Lenkeraufsatz besorgen dafür. Ich habe gehört, dass das Leute gemacht haben, dass die sich einen neuen Vorbau oder so etwas geholt haben.
Ich persönlich bin mit dem Lenker so sehr zufrieden. Das passt bei mir alles. Vielleicht passe ich eben von meiner Größe sehr gut auf das Rad, aber es passt auf jeden Fall. Mit 1,87 habe ich ja das L, das große. Und ich habe den Sattel noch ein klein bisschen höher gestellt, aber nicht viel. Und ja, der Lenker, das passt gut. Die Griffe vom Lenker sind sehr gut. Also das lässt sich wirklich gut anfassen, das Rad. Dadurch, dass das diese ergonomischen sind, die so ein bisschen die so ein bisschen länglich sind, fässt man da an sich sehr gut drauf. Ja, das Schloss, was dabei ist, ist natürlich gut praktisch, beziehungsweise was ich ja zugekauft habe, dass ich das so anschrauben kann, das stört nicht. Das ist also ganz, passt sich gut an den Sachen. Ich habe ein bisschen ein Problem gehabt. Ich hatte noch geguckt, ob ich irgendwie so einen Getränkehalter finde. Habe aber nichts Vernünftiges gefunden. Jetzt habe ich die Tasche, jetzt werde ich die Flasche hinten in die Tasche reinstecken, denn dann kann ich sie da hinter rausziehen. Ich habe da, weil ich wollte irgendwas haben, was ich sozusagen um die vordere Aufnahme oder vordere Rahmenstange mache und dann das reinstecke. Aber ich habe da im Netz nichts gefunden. Vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag, was man so als Getränkehalter anbauen kann. Ich will nichts bohren, nichts machen. Das muss irgendwie befestigt werden mit einer Schelle, Klettband oder so etwas, so dass man das ranmacht, ohne dass man das Fahrrad irgendwie anbohren muss. Der Ständer ist gut, stabil, finde ich auch immer wichtig, dass so ein Fahrrad dann, wenn man das abgestellt hat, stabil steht. Das Licht ist aus meiner Sicht sehr gut, habe einmal ein bisschen im Dunkleren gefahren, ging hervorragend, also hervorragendes Licht. Das Rücklicht, sagten eben einige, ja Mensch, wenn man da eine Tasche und so weiter drauf hat, also mit meiner Basel-Tasche ist das Rücklicht immer noch zu sehen, die ist nicht zu hoch, da geht das. Aber natürlich ist der Nachteil, wenn jetzt wirklich eine größere Tasche drauf ist, dass dann die Tasche die Rücklichter verdeckt. Und ich finde Licht schon wichtig, dann sollte man sich vielleicht ein zusätzliches Licht an die Tasche machen, sodass man von hinten gesehen wird, damit Fahrzeuge, die von hinten kommen, einsehen, weil das ist schon eine wichtige Sache. Den Helm, den ich habe, den habt ihr ja auch gesehen, der hat ja vorne so eine kleine Kante, womit denn, wenn es regnet oder sowas, der Regen ein bisschen abgehalten wird. An sich ganz gut, aber es ist natürlich so, wenn man so den Kopf ein bisschen runter macht, dann ist die Kante, geht so ein bisschen vor die Augen. Das heißt, man muss den Kopf hoch machen. Und deswegen finde ich das nicht so optimal. Mal sehen, ob man Fun Move, ob man da noch ein bisschen gerader drauf sitzt. Dann würde ich den Helm mit nach Prag nehmen und würde mir einen Helm ohne diese Wasserkante holen. Also da würde ich vielleicht auch drauf achten, wie man sitzt. Ich finde es besonders schwierig, wenn man jetzt noch sportlicher sitzt. Das heißt, man sitzt noch weiter vorne rübergebeugt, beim Rennrad oder vielleicht beim Mountainbike sogar, wo man vielleicht sitzt man noch nicht. Ich weiß es nicht, aber beim Rennrad oder so, wenn man zumindest weiter runtergebeugt ist, finde ich diese Kante noch störender. Das hatte ich am Anfang, als mein Fahrrad kleiner war, mit dem M. Dass das dann noch etwas störender war. Auf Ampler sind jetzt die Preise auch angepasst, also die 19% auf 16% runter. Man sieht zwar am Anfang noch die 2500 Euro, aber wenn man dann auf Bestellen geht, dann sieht man, dass das runtergesetzt ist, der Preis. Das ist bei FunMove nicht der Fall. Also da kann man raufgehen und bezahlt denselben Preis. Also die haben an diesen bei der Mehrwertsteuer nichts gemacht, bei Ampler ist aber die Mehrwertsteuer etwas reduziert. Ich hatte ein zusätzliches Ladegerät mitgenommen, würde ich heutzutage nicht mehr machen. Da ich mein Fahrrad, da es so leicht ist, in den Keller trage, nicht wie ich das erst angenommen habe, dass ich das draußen unter dem Fahrradständer stehen lasse und dort etwas anbaue, brauche ich nicht. Das Fahrrad ist leicht, ich nehme das mit in den Keller und stelle es da unten rein. Ganz hervorragend. Das ist eben auch der große Vorteil bei dem Ampler Stout, dass das Fahrrad einfach leicht ist. Man hebt es an und ja, das ist super. Also ganz klasse. Ansonsten, ja, man fährt einfach mehr Fahrrad mit dem elektrischen Fahrrad, finde ich. Also es gibt natürlich, werden Leute sagen, Mensch, ich bin sportlich, ich bin immer unterwegs gewesen, super. Also der klasse, kann ich nur Hut ab, toll, dass ihr alle mit dem Fahrrad so fahrt. Ich persönlich war immer nicht so davon begeistert. Jetzt ist das mit dem elektrischen Fahrrad, ist einfach so,
Man fährt auch schneller dadurch, also man ist schneller unterwegs und man fährt meistens über die Höchstgeschwindigkeit hinaus, also dass man mehr selber tritt. Also ist es nicht so, dass man sich nur durch den elektrischen Antrieb schieben lässt, sondern man gibt richtig ein bisschen Gas, das bringt dann Spaß. Aber man hat eben nicht das Problem, dass man, wenn man losfährt oder so etwas, wird man mit angeschoben. Also ich finde dieses elektrische Fahren absolut super. Und wer es noch nicht gemacht hat, der sollte es unbedingt mal ausprobieren. Wenn ihr sagt, ja Mensch, so Fahrradfahren ist jetzt so nicht mein Ding, kann ich gut verstehen, war auch nicht meins. Aber jetzt mit dem Akkufahrrad, super. Also das fährt sich echt ganz klasse. Der Antrieb ist auch so, dass er relativ gleichmäßig anschiebt. Also man hat nicht so das Gefühl, dass irgendwie mit einem Mal so ein Druck kommt. Das Einzige ist, wenn man ganz langsam unterwegs ist, also ganz langsam läuft und man tritt dann leicht rein, dann schiebt er einen an, was ja auch der Fall sein soll. Und deswegen, wenn man eben mal irgendwie eine enge Stelle oder irgendwie über den Weg oder irgendwas muss, deswegen würde ich dann auf Null stellen, damit man dann nicht mal angeschoben wird. Das ist normalerweise super, so soll es sein, weil gerade wenn man dann anfährt, muss ja der Druck kommen, sodass man angeschoben wird. Aber in solchen Situationen ist das dann schon etwas schwieriger. Ja, das ist es vom Prinzip her gewesen. Ich hoffe, mein Feedback hat euch geholfen. Ja, was würde ich empfehlen? Ich kann noch nicht den hundertprozentigen Vergleich zu VanMoof machen, da ich mein VanMoof ja noch nicht habe. Ich habe das ja Probe gefahren, das VanMoof, und war davon an sich sehr begeistert. Aber das Ampler fährt sich auch super, also ganz klasse. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich muss nur ein Fahrrad mir holen, dann war für mich das wichtig, dass ich das Fahrrad sofort hatte und nicht erst das Fahrrad hatte, als denn schon im September oder so etwas. Ich wollte das Fahrrad haben, um eben ein bisschen zu fahren, dass ich dann doch schneller wieder nach Prag konnte. Das hat sich dann erst ergeben und dadurch steht jetzt mein Fahrrad leider in Hamburg und ich kann da jetzt doch nicht mitfahren. Aber demnächst bin ich mal wieder in Hamburg und dann werde ich das wieder nutzen. Ich werde da schön meine kleinen Touren machen. Ich fahre immer jetzt zum Golfplatz, wenn ich alleine unterwegs bin. Auch das ist ganz klasse, da kurz hingefahren, gar kein Problem. Natürlich würden viele sagen, ja, die 6 Kilometer kannst du auch mit dem herkömmlichen fahren, kann man. Aber muss man ja nicht, wenn man ein elektrisches hat. Ja, und das ist schon eine tolle Sache, so ein elektrisches Fahrrad. Und das Cowboy hatte ich ja auch. Ah, das Cowboy ist mir persönlich zu sportlich. Man ist da weiter runtergebeugt, es ist härter vom Fahren her. Ich fand beim Cowboy super die 32 Stundenkilometer, die hatte ich da auch probiert. Ja, das war toll. Gibt es nicht mehr. Das finde ich dann ein bisschen nachteilig. Singlerad, also war ja der Single-Antrieb, also das ohne Schaltung. Finde ich auch nicht so gut. Das finde ich eben beim Ampler super mit der 10-Gang-Schaltung und finde ich bei dem VanMoof auch gut mit der 4-Gang-Schaltung, dass das gibt. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tesla-Fan.